liebe Pilzfreunde, schön, dass ihr euch wieder reingeklickt habt. Heute von mir ein kurzes Video zu der Frage, wozu brauche ich eigentlich einen Sporenabdruck? Vor einiger Zeit habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich erklärt habe, wie man Sporenabdruck herstellt. Ich verlinke euch das hier nochmal und ihr könnt es auch auf meiner Webseite fungino.de nachlesen. Jetzt haben mich ein paar Bekannte, die nichts mit dem Pilzzüchten zu tun haben, gefragt, wozu brauche ich denn hier überhaupt so einen Sporenabdruck? Und das will ich euch heute nochmal kurz erklären. So ein Sporenabdruck ist für verschiedene Zwecke nützlich. Meistens wird er genutzt, um die genaue Pilzart zu bestimmen, aber ich zum Beispiel nutze ihn, um meine Pilze zu konservieren. Wenn man einen gut gemachten Sporenabdruck hat, dann hält er ungefähr 5 Jahre und man kann auch nach 5 Jahren noch damit frische Pilze züchten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du noch mehr über das Pilzezüchten erfahren willst, schau einfach auf meiner Webseite fungino.de vorbei oder abonniere meinen Kanal hier bei YouTube. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, du bleibst gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.